unterwegs und willkommen zurück bei Christainment. Heute wieder mit einer weiteren Review aus dem Iron Man Universum. Diesmal mit einer sehr krassen Figur, einer sehr großen Figur, die größer ist als alle Iron Mans, die ich bis jetzt gesehen habe. Also die jetzt auf dem Markt sind, sagen wir mal so. Und zwar ist es diesmal der Red Snapper, eine Power Pose Figur. Was das heißt? Power Pose sind eigentlich Figuren, die nicht so sehr beweglich sind wie die normalen Figuren. Die normalen haben so 30 bis 36 Artikulationspunkte. Diese Power-Pose-Figuren haben nicht so viele, also weniger. Ist auch unterschiedlich, manche haben gar keine, manche haben nur zwei, wo man die Beine bewegen kann. Er hat relativ viele, aber das schauen wir uns jetzt mal genau an. Seht hier, schöne Box. Könnt ihr auch einfach abziehen und schon die Figur. Voilà. Seht ihr die Figur? Ich muss gerade mal hier. Moin. Seht ihr hier die Figur? Die ihr natürlich nicht so gut seht, weil es alles repliziert. Das schauen wir uns jetzt einfach mal hier drüben an. Gut. So, aus der Box raus und immer noch im Kunststoff. Seht ihr auch direkt, es ist, man sieht natürlich nicht, wenn man keinen Vergleich hat. Er ist auf jeden Fall größer als die normalen Ironmans. Aber was direkt auffällt, die Box ist ziemlich leer. Also im Verhältnis. Es ist kein Zubehör dabei. Abgesehen vom Ständer. Ja, schon wieder Ständer gesagt. Habt ihr keine Waffen dabei, keine neuen Hände, nichts zum Austauschen. So, machen wir einfach mal auf. Einfach ist, ich sag mal einfach. Das ist nicht einfach. Boah, Knatsch. So, Deckel. Deckel. Ups. Boah, da kommt einem schon ein Duft entgegen. So, dann ziehen wir den, also ich finde, die Klauen sind ein bisschen wohl mit Pappe und Kunststoff. Okay. So, da bleib stehen, Junge. Einmal die Figur, jetzt muss ich noch irgendwie den Ständer hier rausholen. Okay, jetzt haben wir die Base. Also die Base ist ganz einfaches Kunststoffplastik. Da ist nichts drin, keine Elektronik, kein nichts. Aber ihr habt hier vorne, seht ihr, Stark Industries Red Snapper, also eine Nametag. Und ihr habt die Acrylstick. Was aber jetzt anders ist, hier ist ein kleiner Dorn. Das heißt, da unten drin müsste ein Loch sein, wo ich diesen Dorn reinsetzen kann. Der ist auch gepuffert. Also ihr habt hier so ein bisschen Schaumstoff, damit ihr nicht den Lack zerkratzt. Also den einfach hier in die Mitte einlassen, ein bisschen festdrücken und dann stehen wir den erstmal zur Seite. Gucken wir mal, was jetzt am intelligentesten ist. Ob das okay, so ist er jetzt erstmal auf dem Ständer befestigt. Was jetzt natürlich noch auffällt, ihr seht hier in den Schuhen, also an den Füßen, ist ein bisschen Schaumstoff drin. Das ist natürlich als Schutz für den Transport. Den kann man aber ganz leicht rausziehen. Also der wackelt mir schon ganz schön viel auf dem kleinen Ständer da. Ich glaube, den stelle ich einfach nur hin. Und das gleiche habt ihr natürlich oben an den Schultern auch nochmal. Unter den Armen. Ja, Arm hoch. Und unter den Schultern. Das gleiche auf der anderen Seite. Unter dem Arm und der Schulter. Fertig. So, das ist der Red Snapper. An sich sieht das Ding extrem geil aus. Also ihr habt hier die Hände mit den Klauen. Ihr seht auch, hier sind die Hände drin. Die könnt ihr auch bewegen, was euch aber allerdings nichts bringt. Die könnt ihr ein bisschen drehen, das war's aber auch. Die Klauen könnt ihr nicht, also ihr könnt die schon abnehmen, irgendwie. Dann brecht ihr aber entweder was kaputt oder, also es ist nicht dafür da, die abzunehmen. Jetzt versuche ich mal zu drehen. Die Klauen könnt ihr bewegen. Und zwar seht ihr hier. An sich den Kopf könnt ihr bewegen, also hier vorne die Klauen, ich muss ein bisschen beiseite machen, sieht das ja kein Schwein. So, also den oberen Teil könnt ihr bewegen, knack, und dann nochmal das Ding an sich. Und das natürlich unten genauso. Deswegen auch Red Snapper, weil er schnappt. Von hinten sieht er dann so aus. Also er erinnert mich vom Aufbau her sehr an den Peacemaker, also von den Bildern her. Ich bin mal gespannt, ob ich einen Peacemaker auch noch bekomme. Wenn ja, kann ich die direkt vergleichen. Das ist natürlich klasse. Ihr seht hier, in den Beinen sind auch Hydrauliks eingesetzt. Das sieht man, oh, schon. Jetzt muss ich noch vorne mal zeigen. Die Hydrauliks. Das ist mir zu. Das geht jetzt natürlich nicht mehr ab. So, wenn wir jetzt hier das Bein bewegen, gehen die Hydrauliks natürlich mit rein und raus. Also da rein. Arm ist im Weg. Und hier vorne biegt sich das auch ein bisschen. Sieht man da. Das ist aber flexibles
ja, Kunststoffgummi, würde ich fast sagen. Also es ist kein richtiges, das ist Gummi, also etwas härteres Gummi, aber flexibel. Deswegen geht das nicht so schnell kaputt. Ich würde es nicht so oft machen, weil je öfter ihr es macht, desto mehr wird das Material beansprucht, desto eher geht es kaputt. Ihr seht auch natürlich, dass der Panzer sich dementsprechend auch bewegt, wenn ihr die nach oben drückt oder nach unten, zieht er sich mit nach unten. Also ihr könnt schon ein paar Posen rausholen. Bei den Füßen ist es ähnlich, ihr könnt die drehen. Also hier könnt ihr, ich glaube, das sind sogar 360 Grad drehbar. Und ein bisschen nach oben und nach hinten, also nach vorne und nach hinten, dass ihr so ein bisschen Pose reinkriegt. Also ihr seht schon, man kann so ein bisschen was machen. Was man nicht machen kann, ist, man kann jetzt natürlich nicht hier jetzt den Torso drehen, der ist komplett fest. Da passiert gar nichts. Ihr könnt den, ach so, ich habe noch vergessen, hier ist auch noch was. Den Kopf, ach. Oh, den Kopf, da ist auch nochmal geschützt hier mit ein bisschen Schaumstoff. Ihr könnt jetzt hier, wenn ihr jetzt den Mark 7 zum Beispiel habt, da ist ja ein Tony Stark-Kopf mit drin, dann könnt ihr den Tony da unten reinsetzen. So sieht es dann aus, wenn ihr Tony drauf habt. Könnt ihr ganz kurz nochmal bewegen. Sieht aber so ein bisschen aus wie, erinnert mich so ein bisschen an StarCraft. So diese Marine Suits, die extrem groß sind. Aber das ist mal zur Seite. Jetzt kommen wir mal zum Lichtfeature. Fangen wir mit dem Kopf mal an. So, Kopf, hier. Also ihr könnt hier nichts abnehmen, könnt nichts rausnehmen, das geht halt nicht. Das Einzige, was ihr machen könnt, ihr seht, hier ist der Schalter, direkt am Hals, da. Und hier ist ein kleiner Kunststoff-Nupsi, den ihr rausziehen könnt. So, Batterien sind nämlich schon drin, das ist der einzige Vorteil, das heißt ein Vorteil bei dieser Figur. Allerdings, na, es funktioniert, sehr gut. Also einfach Batterie rausziehen, also Batterie, Unterdrücker, das heißt schon ausziehen, Unterbrecher und anmachen. Nehmen wir mal den Tony wieder raus, der gehört nämlich gleich rein. So, und den Red Snapper Kopf wieder rauf. Hoppala, so. Das gleiche Prinzip habt ihr bei den Clown. Das sieht man zwar wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Ich versuche das mal mit der Kamera ein bisschen anders einzufangen. Vielleicht nehme ich die mal hoch. So. Bei den Clown habt ihr es auch. Und zwar seht ihr hier, ist das Batteriefach. Und hier drüben ist der Knopf. Das heißt, ihr zieht hier einfach raus. Dieses kleine Kunststoffteil, dann sollte eigentlich jetzt hier das Licht angehen. Tut's auch. So, tatatata, habt ihr jetzt ein bisschen Licht an der Klaue. Natürlich das gleiche auch bei dem Rücken, bei der Rückenansicht. Hier, dieses kleine Ding in der Mitte, nicht verwechseln, also das ist zwar etwas locker, aber bitte nicht abreißen, sonst geht's echt, dann ist das Ding im Arsch. Hier untergreifen und dann müsst ihr das Ding irgendwie hochziehen, so. Dann könnt ihr das hier abnehmen. Und das habt ihr gleich im Prinzip. Ihr habt hier on-off, on-off und auch wieder so einen kleinen Plastik-Nupsi, den ihr rausziehen könnt. Und das machen wir einfach on, zack. Und wir drehen einmal um, schauen, ob das Licht funktioniert. Und der Arc-Reaktor läuft. Ist jetzt wieder auch so ein typisches Beispiel, dass man tausend Sachen abmachen muss, damit was funktioniert. Also zum Beispiel hinten und den Kopf. Den Kopf müsst ihr rausnehmen, wenn ihr das Licht anmachen wollt. Ihr kommt sonst nicht ran. Also ich komme nicht ran. Mit meinen Fingern komme ich hier nicht hinter. Ihr könnt natürlich einen spitzen Gegenstand nehmen und dann vorsichtig den Off-Knopf hier hinten bewegen. Das geht. Aber mit dem Finger, no chance, Leute. Ja, zur Artikulation habe ich ja schon was gesagt. Ist jetzt meiner Ansicht nach nicht wirklich schlecht. Also ich würde ihn auch nicht wirklich als Power-Pose-Figur betiteln, weil im Verhältnis zu anderen hat er richtig viele Action am Start. Die Klauen kannst du bewegen, du kannst die Arme drehen, du kannst die Arme bewegen, die Schultern kannst du bewegen, du kannst die Beine bewegen, du kannst die Füße drehen, nach vorne, nach hinten, du kannst, siehst die Knie, du hast den Kopf kannst du auch bewegen, was eigentlich Standard ist. Aber ansonsten eine sehr massive Figur. Okay, jetzt habt ihr mal den direkten Vergleich der Silver Centurions auf der rechten Seite gegen den Red Snapper auf der linken Seite. Von der Größe her, also man sieht schon, er ist einen halben Kopf höher, aber natürlich auch massiger, von der Breite her. Ich finde ihn einfach nur cool, er sieht geil aus und er passt wunderbar in die Reihe der anderen Figuren rein. Mir fällt jetzt auch spontan nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, das finde ich schlecht. Also wie schon gesagt, der Red Snapper, da fällt mir jetzt nicht so viele Sachen ein, die ich kritisieren wollen würde. Aber ich habe vorhin ja den Red Snapper auf den Ständer gesetzt und habe versucht, den Ständer wieder abzukriegen. Ging nicht so leicht. Jetzt habe ich ihn natürlich abbekommen. Allerdings, dieser Metallstift, der eigentlich hier drauf ist, ist jetzt im Red Snapper drin. Was natürlich nicht so optimal ist. Ich
weiß ich natürlich nicht, ob ich den auch wieder jetzt einfach so spontan reinkriege, dass das... Na, ja gut, einigermaßen geht das schon. Aber es ist halt, das finde ich halt nicht so super gelöst. Den Ständer hätten sie irgendwie stabiler machen können. Ich habe so ein bisschen Angst, weil sieht man auch schon, ich brauche ein bisschen an dem Ständer wackeln. Und dann wird ihm schwindelig. Das ist... Also Ständer... Ne, ist nichts. Finde ich blöd. Die Figur finde ich super. Also ich hatte erst ein bisschen Angst, weil ich dann gesehen habe, Power Pose, und habe mich informiert, was heißt Power Pose. Sind steif und starr, die kann man nicht so gut bewegen wie die anderen Figuren. Ist bei dem Quatsch, finde ich nicht. Also du hast super viele Möglichkeiten, das Ding in die Pose zu bringen. Du kannst richtig viel damit machen und er sieht echt geil aus. Er hat massive Erscheinung und fühlt sich super geil ein in die anderen Figuren. Deswegen finde ich ihn Red Snapper. Am Anfang dachte ich erst, oh Gott, was ist das für ein mit den Krabbeldingern da vorne, so ein Schwachsinn, was willst du damit, soll er da Fische fangen oder was? Aber er sieht einfach imposant aus und macht echt was her. Deswegen eine Lieblingsfigur von mir. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem aber trotzdem nur eine 7 geben, weil ich immer noch die normalen Armors geiler finde. Mal was anderes. Boah, mir fällt nichts mehr ein. Ich hoffe, euch gefällt der auch. Wenn ihr so einen habt, wisst ihr, wovon ich rede. Wenn ihr noch keinen habt, es lohnt sich, den wirklich zu kaufen. Es gibt den auch mittlerweile günstig. Ich glaube, der Einführungspreis war um die 250 Euro. Ich habe jetzt weniger bezahlt, weil irgendwie der Red Snapper auf einmal so einen richtigen Preisdrop gemacht hat. Der ging runter auf 170 Euro. Dafür habe ich ihn auch geschnappt. Den Red Snapper geschnappt. Verstehste? Und für 170 Euro kann man nicht sagen. Da kann man bei dem Figur absolut nicht meckern. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Review über den Red Snapper. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch hier die anderen Reviews nochmal angucken. Die sind auch recht amüsant und interessant. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Review, auch wieder Hot Toys Iron Man. Bis dahin, ihr Kekse. Tschüssikowski.